Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier einen Cut gemacht. Und zwar, als wir die Quest abgeschlossen haben. Und ich möchte jetzt weiter. Ich muss der offenen Straße folgen. Hey, Captain, ich glaube nicht, dass es hier für uns was zu holen gibt. Dieser närrische Priester. Ich kam extra hierher und hier ist nichts. Bist du sicher, dass es in diesem Gebiet eine alte Stadt gegeben hat? Keine Stadt, kein Schatz, immer wieder nichts als Sackgassen. Werden wir überhaupt bezahlt oder ist die Bezahlung genauso unecht wie alles andere? Beruhig dich, man wird dich rechtlich entlohnen, ganz bestimmt. Dann... Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Wie hast du das gemacht? Das Licht? Oh Mann, wir sind bald reich. Und ich schlender locker lässig die Stufen hin. Wir sind da. Los geht's. Ich glaube, der Schatz ist dort drüben. Hey, wartet auf mich! Na, wo ist er denn? Warum geht er nicht auf? Neil, hol mir den Sprengstoff! Das ganze starke Zeug schon aufgebraucht. Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Wir sollten zusammen danach suchen. Ja, ich mach das eben alleine. Danke. Hallo? So. Ich habe das geheime Gerät gefunden. Platz da aus dem Weg. Ich laufe aber in die falsche Richtung. Da muss ich hin. Nein. Anscheinend hat dieser Grünschnabel einen Weg gefunden. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, dort! Oh, der Schatz! Halt! Hände weg vom Schatz! Ich bin hier der Boss! Beiseite! Hört auf, ihr gierigen Narren! Schaut raus! Oh mein Gott! Oh, Dämonen! Wie sind die hierher gekommen? Wir sind fast gestorben! Scheiß auf den Vertrag! Schnapp dir, was du kannst! Das war nicht der Deal! Wer das Schwert hat, macht die Regeln, Kindchen! Nimm den Stein mit! Sieht wertvoll aus!
Nein, nicht anfassen! Nein! Weg da! Halt! Eine Falle! Hilfe! Also ich könnte jetzt auch wegrennen, aber ich will ihn natürlich retten. Bitte, lass mich nicht sterben! Komm zurück! Seine Gier hätte euch beide getötet. Bleibt hier. Wohin führt diese Straße? Ich könnte es dir sagen, aber dann würde ich etwas vorwegnehmen. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Gefährliche Fallen, Dämonenangriffe und sogar menschliche Gier. Ich habe keine Ahnung mehr, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ich freue mich darauf, mehr herauszufinden. Ich hoffe, wir schaffen es gemeinsam bis zum Schluss, Mondgöttin. Ja, dann würde ich sagen, betreten wir diesen Strudel mal. Welche Richtung sollen wir wählen? Doch einfach dem Licht folgen. Oh oh. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ups. Geht es dir gut? Gerade so. Du lebst. Komm, suchen wir einen Weg nach oben. Bin schon dabei. Es ist so dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgendwas? Ja, natürlich. Ich bin doch die Mondgöttin. Ich kann mir doch selber Licht machen. Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. Komm mit. Endlich gefunden. Was zum? Oh shit, den hatte ich komplett vergessen. Kann ich schon wieder benutzen? Ja.
man kann es halt nicht so oft benutzen anscheinend. Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht, zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesis-Licht. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählte. Geht es dir gut? Unglaublich, dass du dieses riesige Monster besiegt hast. Ich wusste, dass du talentiert bist, Mondgöttin. So ein Monster habe ich noch nie gesehen. Uralt und mächtig. Das muss der Wächter gewesen sein, der den Schatz des Propheten beschützt hat. Was war nochmal der Schatz des Propheten? War es eine Geschichte über die Arche? Dann ging es in der Prophezeiung also um... Der Stolz eines Löwen. Ich verstehe, aber das Einzige, was mir bei Stolz in den Sinn kommt, ist das stolze Stadtmännchen Prideholm. In den Außenbezirken von Rethramis gibt es ein kleines Dorf namens Prideholm, das unter dem Schutz des Sakria-Ordens steht. Vielleicht ist das der Weg, den du einschlagen musst, Mondgöttin. Mondgöttin, dank dir habe ich eine Menge gelernt. Der Schatz des Propheten hat die ganze Zeit auf dich gewartet, um die Prophezeiung des Neubeginns des Lichts zu überbrücken. Ich glaube, der Zeitpunkt, uns zu trennen, ist gekommen. Aber sei versichert, wir werden uns wiedersehen. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. Der Stolz der Löwen. Dann also Prideholm. Na dann mal los. Wir können das Schicksal nicht warten lassen. Aber ich finde es so Hammer, was für bekannte Stimmen teilweise hier drin sind. Das ist schon richtig, richtig geil. So, dann laufen wir hier noch ein Stückchen weiter. Ein berühmter Priester soll heute eintreffen. Oh, ich habe auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Die Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Man sagt, er soll umherreisen und Leute heilen. Er kommt hierher, um nach etwas zu suchen. Er sucht mich. Aber er weiß es noch nicht. Ich frage mich, wie er so ist. Er ist gerade vorbeigekommen. Wo ist er?
Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach aus. Papa, wer ist das? Ein sehr berühmter Priester. Willkommen in Brightholm, Heiliger. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen Empfang. Pater, Varuth und die Dorfbewohner erwarten sehnlichst deine Ankunft in der Kathedrale. Oh, dann sollte ich Pater Varuth nicht länger warten lassen. Jetzt! Stirb! Und alle rennen sie weg. Feichlinge. Warte, komm noch mehr. Sag mir das doch. Bleib stehen. Ich muss mit dir sprechen. Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Brightholm? Folge einfach der Straße und du gelangst nach Brightholm. Warum fährst du nicht mit mir in meinen Wagen ins Dorf? Immer doch. Also, was führt dich nach Brightholm? Oh, du suchst also nach der Arche. Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Was für ein glücklicher Zufall. Vielleicht können wir zusammenreisen und... Herrje! Halte durch! Nein! Aber ich muss sagen, ich habe ein verdammt gutes Gleichgewicht. Nein! Vielen Dank. Kein Thema. Oh nein. Komm mit. Sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht, da kommen noch mehr. Na komm, komm. Wo sind die denn? Hallo, Gegner. Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Meine Güte, bist du nicht verletzt? Ich bin ja so froh. Solche merkwürdigen Gestalten habe ich rund um Brightholm noch nie gesehen. Meine Rede, wo ist nur die Zeit hin? Die Leute warten sicher schon auf mich. Das Relikt der Arche ist in der Kirche. Komm doch gerne zu mir, sobald ich in der Kirche eingetroffen bin. Ja, und dann sollten wir mal kurz gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Da oben müssen wir hin. Folge dem Pfad bis zum Ende. Und wir sind in Brightholm. Er soll Leute heilen. Kann er sie wirklich heilen? All die anderen Priester haben aufgegeben. Ja, ich würde aber sagen, da gehen wir noch mal eben schnell rein. Spürt die Wärme des Lichts. Und werdet geheilt. Schmerz ist weg. Vielen, vielen Dank. Das ist unglaublich. Er hat so viel Energie. Bei den Göttern, Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist das. Du bist hier. Huch, sag das doch nicht so laut. Dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das wart ihr also. Ich kann die Güte spüren.
Meine Begleitung sucht ebenfalls die Arche. Oh, ist das so? Dann haben wir viel zu besprechen. Ja, wenn ich hinkäme. Ist dies die Tafel? In der Tat. Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Zumindest theoretisch. Wie ihr sehen könnt, fehlt ein Teil. Ein recht großer Teil. Was damit wohl passiert ist? Die Tafel sah bereits so aus, als sie in der Kathedrale ankam. Ich denke, das Stück verschwand beim Transport. Wir konnten es auch nicht wiederfinden. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist. Selbst die Leute, die damals in der alten Kapelle waren, wissen nicht mehr genau, was geschah. Irgendetwas fehlt da noch. Warum gehst du nicht in die Taverne und sprichst mit den Einwohnern? Ich lasse die Mönche ein Pferd für dich vorbereiten, damit du dich in der Stadt umsehen kannst. Vielen Dank, dass du Pater Amel beschützt hast. Ja, vielen Dank. Nicht für die Blumen, aber für den Abschluss der Quest und für das Pferd, was ich noch kriege. So, und dann haben wir diese Willkommensherausforderungen. Das sind die Dinger hier oben, die leuchten immer mal wieder zwischendurch. Achso, das habe ich schon mit dem anderen gesammelt. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier gerade gar nichts mehr machen, weil das kommt alles später. Das mit dem Fertigkeitsbaum habe ich leider irgendwie nicht hinbekommen. Also ich habe den zwar bearbeitet und ich habe das Ganze abgespeichert, aber er hat es zumindest nicht angenommen. Deswegen konnte ich das leider nicht abhaken. Wie ihr seht, habe ich doch schon einiges hier an Herausforderungen gemacht. Wie gesagt, wenn ihr hier drauf klickt, dann könnt ihr das Ganze öffnen und die Sachen regelmäßig abholen. Das ist dann so am Blinken hier oben. Ja, und Gildenlizenz erhalten. Sehr schön. Foliant der Erinnerung. Das ist auch schön. Das können wir noch kurz machen mit der Gildenlizenz. Und zwar könnt ihr Alt-U drücken oder hier unten drüber gehen. Da könnt ihr jetzt entweder eine Anfrage stellen, um irgendwo in eine Gilde reinzukommen, oder ihr könnt selber eine Gilde eröffnen. Jetzt wird das wahrscheinlich wieder eine irre... dann schreibe ich mal die Mondgötter. Das wird doch sicher keiner haben, oder? Wenn ich mich schon Mondgöttin nennen muss. Zack. Einfach mal, um das mal zu zeigen. Zeit für den Gottesdienst. Eine Gilde gründen? Ja, du kannst die Gildenmarke nach der Gründung ändern. Klicke auf die Schaltfläche Beitrittseinstellungen im Reiter und so weiter und so fort. So, die Mondgötter. Lassen wir jetzt einfach mal. Ist jetzt auch nur zum Zeigen letztendlich, um das hier mal zu machen. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich theoretisch... der Stern, der vorher... Ja, ja, das wollte ich doch gar nicht, Leute. So, dass ich rein theoretisch Gildeneinladung... Einmal bestätigen, Freunde, da ist der Epi jetzt gar nicht drin. Jetzt habe ich aber vergessen, wie er hieß. Dann müssen wir das leider das nächste Mal machen. Also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel eure Freunde einladen, wenn ihr schon welche habt. Und ja, könnt hier nochmal einen Hinweis reinschreiben, worum es bei eurer Gilde geht. So nach dem Motto die Spaßgilde oder was weiß ich was. Dann habt ihr, da bin ich allerdings noch nicht ganz schlau draus geworden, die Möglichkeit, Gildenforschung zu betreiben. Also das ist logisch. Dafür braucht ihr allerdings ein gewisses Guthaben an diesen roten Steinen. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen, wie die heißen. Das ist ja soweit alles noch nachvollziehbar. Allerdings die wöchentlichen Aufgaben, die sind etwas seltsam. Weil, nimm neue Aufgaben unter Gildenanfrage an. Wenn man da jetzt draufklickt hier rechts, kann man sich hier was aussuchen. Nach Annahme sieht die Gilde die Gildenanfrage. Verwerfen oder ändern ist nicht möglich. Wöchentliche Aufgaben werden donnerstags immer um 7 Uhr zurückgesetzt. Ach, das ist dann... Haha. Das ist dann vermutlich die Zeit, wo dann auch die Serverwartung gemacht werden. Weil... Ach nee, Moment, wir haben heute Freitag. Nee, dann ist es doch nicht die Zeit.
Weil ich nämlich heute Morgen ja das Let's Play leider nicht machen konnte. Ich denke mal, da hätte es auch weniger geruckelt. Jetzt ist natürlich, ja, die beste Zeit. Wobei beste Zeit, naja, 3:30 ist jetzt auch nicht gerade so die beste Zeit. Beziehungsweise hier 3:45 haben wir gerade aktuell. Da kann man so verschiedene Sachen aussuchen. Das haben wir auch schon mal ausprobiert. Koop-Kampf haben wir ausprobiert. Konnten wir aber leider nichts von machen. Also wer da schon ein bisschen schlauer ist und das schon mal ausprobiert hat und weiß, was man da jetzt genau machen kann, kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil wir haben das angenommen. Es stand dann auch hier in die... Doch, hier war es, glaube ich, in dieser Übersicht drin. Beziehungsweise hier unten. Oder hier. Ich weiß nicht mehr genau, wo es jetzt drin war. Wir konnten das auch annehmen. Also das wurde dann auch, glaube ich, vom Epi bestätigt, meine ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir konnten es auf jeden Fall machen. Das Problem bei der ganzen Sache war nur, es gab keinen Fortschritt. Also wir haben ja die ganze Zeit kooperativ zusammen was gemacht. Also Quests gemacht und alles. Es funktionierte aber einfach nicht. Also wer da wirklich weiter weiß und sagen kann, woran das gelegen hat, ja, dem wäre ich überaus dankbar, wenn er oder sie mir das schreiben könnte. Ihr könnt ja die anderen Sachen nochmal nebenbei gucken. Ja, Gildenspende kann man auch machen, aber ja, ich sag mal, die könnte man vielleicht noch hier von Gilden nutzbare Ressourcen. Man verwendet sie für Forschung, den Kauf von Gildenklangsteinen als Pfand für die Durchführung einer Belagerung und für das Anheuern von Söldnern. Das mit der Belagerung habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich denke, das gehört zum PvP-Bereich, ist also für mich uninteressant. Ich hoffe, dass es hier vernünftig geregelt ist mit dem PvP-Bereich und ich nicht dann tatsächlich das Let's Play abbrechen muss, weil man überall irgendwie von irgendwelchen Mitspielern angegriffen werden kann, weil das wäre selten dämlich im Spiel. Also da hoffe ich wirklich inständig, dass das nicht so ist. Ja, dann bleibt mir auch nichts mehr anderes übrig, als erstmal Danke fürs Zuschauen zu sagen und hier erstmal einen kleinen Cut zu machen. Das Pferd holen wir uns dann in der nächsten Folge und dann machen wir auch ein paar Quests hier im Dorf. Unter anderem auch die Quest, ich hoffe, die können wir jetzt schon machen. Es kann aber auch sein, dass wir erst noch einiges durchquesten müssen und dann erst die Quest bekommen, damit wir den Begleiter auch offiziell freischalten können. Ich freue mich da auf jeden Fall schon mal sehr drauf und ja, hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.